6. November. Ich nehme an, ich bin wieder Kara. Ja, in dem Haus. Wir haben geschlafen bei diesem komischen Typen. Komm schon, Süße. Wir müssen los. Pass auf Alice auf. Natürlich passe ich auf Alice auf. Na, geht's dir gut? Okay, sie ist offenbar noch sehr, 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 sehr müde. Da drüben ist was. Detroit Today. Cyberwild Live. Was Lebenserwartung bei 91, das ist ziemlich viel. Droidenzoo. Das ist nicht schlecht. Lederschildkröten, Eisbären, Berggorillas, Elefanten und Tigerarten. Das finde ich irgendwie cool. Für alle möchte gern Tierenschützer. Kanada, noch androidenfreie Zone. Okay. Kanada will offenbar nichts mit den Droiden zu tun haben. Androiden, so. Okay, sie haben keinen offiziellen Status im Land. So, so. Na, dann gehen wir nicht nach Kanada. Jetzt ist dann kein Holz mehr. Wobei das in der oberen Etage immer noch genügend rumliegt. Mal sehen, ob der Typ hier, was er tut. Was ist das? Ja, RA9. Überall RA9. Was auch immer das heißen mag. Gibt's aber sonst nichts. Doch, da hinten gibt's noch was. Schauen. Was ist das? Ein Vogel? Der lebt nicht mehr. Ist aber ein schöner Vogel. Uhr. Wem gehört die? Die funktioniert wahrscheinlich nicht mehr. Würde ich jetzt fast behaupten. Und darum liegt da Geld rum. Nimm's mit. Ich wollte es mitnehmen. Eigentlich. Shit. Ich wollte es mitnehmen. Kann ich das Geld nicht mehr mitnehmen. Naja. Gut, wir haben ja schon einmal versucht zu stehlen und das hat nicht wirklich funktioniert. Ein Spielautomat. Funktioniert der noch? Wahrscheinlich nicht. Hat wahrscheinlich keinen Strom mehr. Schade. Das bist du, Kara. Siehst du das? Mir die Haare schneiden. Ein bisschen mit dem Drahtschneider. Oder nicht? Nee. Geh mal nach oben. Mal gucken, ob jemand da ist. Ich glaube ja nicht, aber... Da sollst du schauen. Und dir die Haare schneiden, so.
Aber mach's schön, ja? Einfach zack und durch. Ab damit. Ja, du kannst es tragen, Kara. Eine Haarfarbe. Schwarz? Bunt? Weiß. Die Weiß macht mich so alt. Ich wähle blond. Steht ihr, glaube ich, am besten. So. Das cool, wenn man sich die... Was nimmt sich das Ding auch raus? Wenn man sich die Haarfarbe so auswählen kann. Oh, jetzt sieht sie aus wie ein normaler Mensch. Interessant. Und dennoch ist sie nicht menschlich. Das ist eine Hand. Da liegt ein Toter drin. Oh mein Gott. Seht ihr, lassen wir machen auf. Und nicht erschrecken, Leute. Da ist ein Toter, sag ich doch. Shit, die Polizei kommt. Wegen dem Toten, oder was? Okay, das wär's jetzt. Oh shit, Tank ist hier. Verdammt. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Der Typ hat doch gesagt, das Haus wäre verlassen. Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Nimm ihn doch einfach mit. Also was haben wir hier? Sichtung im Bus um 2:30 Uhr. Kleidungsdiebstahl im Waschsalon. Und dann war sie in diesem Laden. Aber die suchen, Kara. Also, was schließt du daraus, Sherlock? Dass sie Hunger und Durst hatte? Vielleicht ist sie ja noch in der Nähe. Ja, sie ist immer noch da. Das ist nicht cool. Shit. Shit, 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 shit. Das ist gar nicht gut. Ralph hat was zu essen für das Kind. Du bist ein kranker Penner. Ist gut für Sie. Ein Geschenk. Wegen der ganzen Missverständnisse. Ralph will kochen. Wir machen es genau wie die Menschen. Menschen mögen Fleisch. Komm. Komm, setz dich. Ist das ein Biber oder? Okay, wir setzen uns mal. Schon besser? Ich will den Typen nicht verärgern. Hatte große Mühe, etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Hm? Scheint ein Biber zu sein. Es ablehnen. Oder nicht? Ja, es ist ein Biber. Das wird ganz toll. Ich weiß, dass du Angst hast, Alice. Köstlich. Köstlich. Aber wir dürfen nichts tun, um den zu verärgern. Vater, Mutter, kleines Kind. Was sagt sie? Sagt die Wahrheit. Sie sagte, sie möchte nichts essen. Vielleicht ist es nicht gut genug. Vielleicht ist sie was Besseres gewohnt. Aber Ralph hat das für sie gekocht, also isst sie es! Oh nein, shit. Den anlügen sollen. Mach schon. Iss. Ja, mit Haar und alles dran bist du, Idiot. Komm schon. Ich kann das so nicht essen. Ich frage nach der Leiche. Ich hab die Leiche gesehen. Du hast den Mann getötet, nicht wahr? Wahrscheinlich schon.
Nein. Nein, er war schon so, als Ralph ihn fand. Du hast ich frage getötet, ihn Ralph. Weiter. Auch wenn er sich danach wieder aufregt. Du hast Menschen, aber du bist wie sie. Du bist ein Mörder. Ralph wollte mir nichts Böses tun. Nein. Es ist nur... Ralph wird immer so wütend. Ja, ich seh's. Wenn seine Wut kommt, weiß Ralph nicht mehr, was er tut. Er denkt nicht mehr nach. Ist voller Hass. Ralph, tut es leid. Er wollte nur euer Freund sein. Dann lass uns gehen. Ja, bitte. Jemand zu Hause? Oh shit, Connor ist da. Oh shit. Connor ist da. Guck mal rein. Ich sehe, dass er da ist. Noch nicht versuchen zu öffnen. Zuerst schauen. Was siehst du? Nichts. Ich dachte schon, er sieht was hinter sich. Da die Tür kann ich nicht. Klettern kannst du auch nicht. Nee. Du kannst doch nicht durch diese Tür gehen. Hallo? Connor ist da. Aber hier gibt's wirklich nichts. Nee. Gar nichts. Warum nicht? Ich will noch nicht öffnen. Kamera bitte auf die andere Seite drehen, danke. Sind sie eigentlich hinter Kara her? Oder hinter diesem anderen komischen Typen. Gibt auch nichts zu gucken. Nee. Okay, also bleibt mir nur die Tür. Sonst gibt's ja nichts. Gut. Was? Doch gerade irgendein Symbol eingeblendet, wie mir das eingebildet. Vielleicht. Nee. Können wir das ansehen? Ja, da sind sie reingekommen. Das habe ich gesehen. Aber sonst kann ich wirklich nirgends hineingucken. Öffnen sollst du. Hallo? Connor ist da. Sieh dich zuerst um. Ich wollte ihn eigentlich noch nicht scannen, aber das ist ziemlich gestresst. Instabilität. Ist ziemlich kaputt. Gärtner bist du. Handfleck. Okay. Ja, extreme Hitze, natürlich. Das ist der Spielautomat. Ich sehe mich zuerst um, okay?
ein Mensch sein. Ey, das Feuer. Wow, wow, wow. Jetzt zieht er das RA9. Zimmer. Kann ich nach oben gehen? Ich will ihn zuerst fragen. Ich suche nach einer AX-400. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Ich will ihn mal zu beschwichtigen. Ich will dir nichts tun. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschraubt. Das ist Ralphs Blut. Ralph, lüg mich nicht an. Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Nein. Nicht? Ralph ist allein. Sobald ich dahin gehe, steigt sein Stresslevel. Ist jemand da oben? Fliegt Nein. in die Luft. Niemand. Ja, du siehst nicht nach, du Vollidiot. Ich möchte aber nachsehen. Kana, was zur Hölle machst du da drin? Komm, Lieutenant. Ich gehe trotzdem noch mal hoch. Geht das nicht? Er will nicht da hochgehen, du bist ein Idiot. Na gut, dann gehe ich halt wieder. Mir alles angesehen. Shit. Wo war jetzt die Tür? Okay, ich muss noch da überprüfen, genau. Ja, da waren sie. Ey. Connor, was ist hier los? Sie ist hier, nennen Sie das! Sie war hier, meinst du? Wo ist sie hingelaufen? Da lang, sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Du hast sie nicht aufgehalten, du Vollidiot. Lauf, Connor. Komm schon. Nicht schießen, wir brauchen sie lebendig. Ja, wenn sie sich nicht selbst umbringen. Aber das werden sie. Tut das nicht! Oh verdammt! Wahnsinn! Ich will nicht überqueren. Shit! Pass auf! Alice! Au! Hey, hol's hin! Sie dürfen nicht entkommen! Bentley nicht! Das wirst du nicht überleben. Das Risiko nicht eingehen. Hey, du bringst dich doch um! Du verfolgst sie nicht, Connor! Das ist ein Befehl! Shit.
Verdammt. Pass doch auf. Shit. Scheiße. Ich habe nicht gesehen, dass ich wiederholt drücken musste. Wow. Wow, 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 wow. Okay, sie haben es geschafft. Oh mein Gott. Bist du okay? Oh Gott. Ich wäre fast draufgegangen. Oh shit, 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 shit. Oh Gott, was für ein Stress. Wer rennt schon über die Autobahn? Gott. Connor, lass Kara in Ruhe, ja? Oh Gott, was ist das für ein riesiges... Lauf, Kara, lauf. Gott. Je nachdem, wo ich gewesen wäre. Im Haus, im Hotel oder im Auto. Irgendwas habe ich da vergessen. Das hätte ich auch noch was tun können. Ja, die meisten sind nicht sitzen geblieben. Aber hätten sich trotzdem setzen müssen. Okay. Besitzer Android bleibt still, was? Ah. Ich die noch bedrohen können wahrscheinlich. Ich hätte da noch was überprüfen können, aber was? Er hätte noch sterben können vielleicht. Weiß ich nicht. Okay. Ja, die meisten sind gegangen. Da gäbe es so viele Szenarien.